Damit hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich muss gerade nochmal Toneinstellung machen. Zu Deponia. Nee, goodbye Deponia. Ja, wir fangen jetzt mal direkt an. Ich weiß sehr wenig. Gut. Und starten jetzt einfach. Hallo Rufus. Oh nein. Nicht schon wieder. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe, um die Schrottpresse von Docs mobiler Praxis zu reparieren. Hm, mobile Praxis, genau. Du brauchst mir nichts vorzumachen, Toni. Ich weiß genau, was los ist. Das hier ist keine Schrottpresse und schon gar kein Tutorial. Nein, es ist einfach nur ein wiederkehrender Albtraum. Und dass du hier bist, ist der ultimative Beweis. Denkst du etwa, mir macht das Spaß? Vielleicht. Wer braucht schon ein Tutorial für ein Point-and-Click-Adventure? Mein Reden. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen, okay? Ich müsste eigentlich bei den Widerstandskämpfern in Porta Fisco sein und gegen den Organon kämpfen. Stattdessen erkläre ich meiner Pestbeule von Ex-Freund, wie man eine Maus benutzt. Wie jetzt? Du denkst, du musst mir was erklären? Wer von uns beiden hat denn den ganzen Quatsch schon zweimal durchgekaut? Ich kenne dieses Tutorial in- und auswendig. Sicher? Ich spiel's zum ersten Mal. Sprechen muss. Na super. Das Schlimmste gleich zu Beginn. Dazu benutze ich... Ja? Die Maus vielleicht? Seit wann lasse ich mir von dir helfen? Und worauf wartest du dann noch? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Rede mit Toni. Erledigt. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du! Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Sicher. Du bist ja noch nicht mal... Ja? Objekte ansieht? Ein Objekt ansieht. Das weiß doch jeder. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Du meinst links? Nein, ich meine rechts. Da, wo das Augensymbol ist. Ach, das ist dieses rechts, von dem immer alle reden. Ich habe das auch immer einfach links genannt. Ist auch viel einfacher zu merken. Aber na gut. Dann probiere ich dein ach so tolles Rechts gleich mal an diesem Ding aus, das da auf dem Boden liegt. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechts klicke, sobald das Auge zu sehen ist. So. Überanstrenge dich nicht. Nein, bloß nicht. Rechts. Was ist das? Das ist der Interferenzwandler. Erst war es der Kathodenstümpel, dann der Reaktorlotkopf. Könnt ihr euch nicht mehr einigen? Oh, nenn ihn, wie du willst. In jedem Fall brauchst du ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du kannst! Du musst die Maus drauf zeigen, so dass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Das ist schon das Einfachste, glaube ich. Bevor der Toni mich. Manu, wo ist er denn? Sagtest du nicht, dass du dich auskennst? In deiner Tasche vielleicht? Oder links? Oder in der Manteltasche? Um es zu öffnen, musst du nichts weiter tun, als am Mausrad zu drehen. Hey, da ist es ja. Ja. Das hier ist dein Inventar. Mein Inventar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Na sicher doch. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Wie ich dich reingezaubert. Irgendwo mitgehen lassen. Aber ist ja auch egal. Du brauchst es für das Tutorial. Mehr musst du nicht wissen. Tutorial, Schmutorial. Und kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Wie in jedem Click and Point Adventure. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Ja, ja. Tutorial? So, jetzt haben wir es aber. Kombiniert. Sieh, Toni. Ich habe das Teil repariert. Das mache ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Ja, unglaublich schlecht. Hätten das muss da rein. Ja. Als nächstes musst du... Ja? Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Sicher. Was du meinst. Wenn du soweit bist, musst du jetzt mach auf den Knopf drücken. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Sicher? Du Toni. Was denn jetzt noch?
Was hältst du davon, wenn ich dir dieses Mal die Ehre überlasse, den Knopf zu drücken? Gerne. Ich habe eh mit Doc gewettet, dass du es nicht hinbekommst. Was? Aber ich hab's doch hinbekommen. Die Presse funktioniert. Ja, das wissen wir noch nicht. Ich hab übrigens gerade. Oh. Tja, jetzt schuldig Doc wohl 5 Slotty. Aber das war es wert. Hat man gesehen, dass sie auf einem großen Klo sitzt? Das ist doch mal witzig, oder? Auf einem Klo. Achso, Entschuldigung. Ich weiß, ihr habt euch alle sehr auf diesen Tag gefreut. Leider muss ich euch mitteilen, dass Inspektor Cletus und dessen Begleiterin noch nicht wieder zurück sind. Oh, wie schade. Wir können also immer noch nicht ausschließen, dass es unten auf Deponia Menschen gibt, die es irgendwie geschafft haben, bis heute im Schrott zu überleben. Oberkontrollrat Ulysses hat mir bestätigt, dass der Organon bereit ist, seine Bestimmung zu erfüllen. Sobald er mit dem Inspektionsteam aus den Ruinen des ehemaligen Porta Fisco zurückkehrt, steht dem spektakulären Startschuss unserer Reise nach Utopia nichts mehr im Wege. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist, aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Wasserrutsche! Warum soll der Planet gesprengt werden? Wegen dem Müll. Pocky! Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. Bin Müllsack oder ein Riegel, du schiebst ständig was vor. So auf Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät. Putz mal dein Hörgerät. Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz on hold war. Und zwar auf Deponia. Capo Alfino, Spot an für Teil 3. Die anderen Teile haben wir noch nicht gespielt. Das habe ich aber in Planung. Also nicht wundern, warum ich jetzt mit diesem Teil anfange. Goodbye, Deponia. Wieder ein Click and Point at... Oh, Entschuldigung, ich hab gegen mein Mikro geschlagen. Wieder ein Click and Point Adventure. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ganz viel Müll. Dichter Qualm. Moment mal, Qualm? Es brennt was. Ich wecke Bose und hol das Minensuchgerät. Moment! Oh, für Minensuchgerät. Grillhonig. Nicht schon wieder. Das sieht ja lecker aus. Allergien ist im Schrank. Die Bärenfalle, Quatsch. Kein Grillhonig. Ich angle uns einen Fisch mit dem guten alten Tauchkran. Verdammt, das ist neu. Kein Problem. Lass mich nachdenken. Wir müssten mittlerweile im Scherbenmeer sein. Haben wir noch genug Pflaster? Doc? Was? Das ist nicht das Scherbenmeer. Was? Richtig, da war ja noch was. Während ihr schlieft, hatte ich eine Idee. Ich habe eine stillgelegte Rampe zur Einschienenbahntrasse des Organon gefunden. Und da dachte ich mir, Bosos Kutter war doch früher mal ein Schienenfahrzeug, nicht wahr? Rufus! Was denn? Du hast uns auf eine Organon-Kreuzertrasse gesteuert. Ja, und die führt uns direkt nach Porta Fisco zur oberen Ausstiegsstation, wo der Organon seine Hauptverwaltung hat. Und wo das letzte Hochboot Arelysium vor Anker liegt. Das war doch der Plan, oder nicht? Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Cletus, um mich mit Goal an Bord zu schleichen. Aber... Na kommt schon. Jetzt warum sie? Erst mal was essen. Ha, das ist der Tauchkran. Es hat eine angebissen. Ich dachte, wir sind gar nicht mehr auf dem Wasser. Ja und? Wie? Ja und? Was hat denn dann angebissen? Oh oh. Was war das? Die Tür brauchst du nicht mehr. Tja, das Auge ist mit. Wir sollten zusehen, sonst bleibt nichts mehr übrig.
Geht's ihm gut? Jetzt wünschte ich fast, ich hätte seine Pillen nicht an die Robbenbabys verfüttert. Ohohoho. Er schläft wie ein Baby. Ein großes, gefährliches Piratenbaby. Ich kann ihm auch später noch alles erzählen, wenn ich den Schuldigen für diesen Schlamassel gefunden habe. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, aber nur geguckt. Angezündet hat ihn jemand anderes. Angezündet in den Spiegel? Gut, folgen wir mal Goal. Oha. Spätestens jetzt wird Bose wohl einsehen, dass er einen neuen Kutter braucht. Oh, Rufus, du hattest ja so recht. Du bist so ein guter Freund. Tja, selber schuld, Fettsack. Ja, aber er hat ihn kaputt gemacht. Oh oh. Verbleib sie, Argus. Ich habe gerade mit dem Elysianischen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Hier ist es, Ende. Verrat! Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus, Sie haben hier nichts verloren. Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porta Fisco erreicht haben. Das muss warten. Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Legt deine Augäpfel aufs Waffeleisen. Das weiß ich doch. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Gohl? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln. Gammelessig. Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon, die Maler im Keller. Unfug. Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Sie Unglückseliger. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Oppenbott, Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Ja, der hat den Maler im Keller. Ganz eindeutig. Gibt es eine bessere Art zu sagen, den Organon verputze ich doch zum Frühstück? Möglich, aber die hier ist schon ziemlich lässig. Ja. Goal, was machst du da? Goal, Goal! Halt aus, ich komme! Ja, garantiert. Wie ist sie da bloß rübergekommen? Halte durch! Ich bin auf dem Weg! Ja, eindeutig. Was? Wo konnte ich was machen? Habe ich in meinem Inventar nix. Halte durch! Ich bin auf... Irgendwo konnte ich doch was machen. Possible Goal. Ah, so leiten wir. Klasse Leistung. Goal, was treibst du da? Ich versuche das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob? Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Dann müsstest du ja mit dir vertraut sein. Aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Okay, kein Problem. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas. Ja, dann mach mal was. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil das Kabel loszubekommen. Hm. Ist so gut wie erledigt. Ja. Aha. Hm? Nein! Kommst du voran? Ja, ganz klasse. Es gibt Fortschritte, gewissermaßen. Rede noch ein bisschen weiter dran.
getan? Das war ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ihr bleibt aber ganz schön ruhig für diese Gelegenheit. Ich halte dich. Als ob du sie halten könntest. Oh, schick. Hallo. Goal. Nicht drauf treten. Hallo, und Sie sind? Na, Rufus natürlich. Weißt du denn gar nicht? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Ein Fan. Er wird mir ins Gesicht treten und dann werde ich ausgeschaltet sein. Ich werde ihn mit einer Karate-Spezialität überrumpeln. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Ich werde ihn mit seiner Verdunkelungstaktik täuschen. Ein Profi verrät niemals seinen Tricks. Kein Plan, ich schlage was vor. Schnürsenkel. Ich glaube nur, er hat keine Schnürsenkel. Ja. Ja, genau, das dachte ich mir. Das Teleobjektiv ist da, aber der Adapter fehlt. Das ist schlecht. Nur gut. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha, eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du bluffst doch. Ja. Ich will trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. Ich glaube, dann bist du gleich blind. Kann sein? Du kannst Glas legen, Rufus. Mann, das wird so episch. Okay. Eins. Zwei. Und Schock. Ja, das dachte ich mir. Nee. Da wurde er wohl ausgeschaltet. Jetzt müssen wir eben Goldo runterholen. Mit deiner Hilfe. Natürlich. Nein. Rette Goal. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Hi Barry. Meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach du, alles zu seiner Zeit. Ich dachte... Prioritäten setzen kann er. Hast du mitbekommen, dass Goal aus dem Clown des Organons gerettet habe? Hast du gehört, wie ich hinter das komplette Organons gekommen bin? Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus dem Clown des Organons gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen. Entschuldigung. Hast du dich eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefunden, um die Wahrheit aus Kletas herauszuprügeln? So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Kletas angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Genau. Weißt du, was ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Janosch, Galef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeitrieben.
Der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Ja, woher? Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Bevölkerung, die Bevölkerung des Rostroten Meeres vereitelt habe? Ach, Rostroten. Ja, natürlich. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Großartig. Ja, schieß mal. Nur mach den Blitz wieder runter. Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Das wäre eine Idee. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Ja, der muss ja mit dran sein. Ich schieße dich frei. Ja. Alles nur das nicht. Ja, ich bin ein Kanonier. Ja, pass auf, dass du sie nicht triffst. Mist, die Kanone hat einen Linksdrall. Na toll, jetzt ist die Munition alle. Das ist schlecht. Was ist, wenn wir auf diesen Knopf drücken? Und diesen Hebel betätigen. Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden. Oh! Die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nach. Spür bitte. Und wo landen diese Fotos? Kommt jetzt die extreme Action? Natürlich. Die Action! Ein super extremes Rufus-Manöver. Ja, genau. Voll extrem. Oh, ich bin ja so. Voll extrem. Ja, okay. Abbremsen hilft, also beschleunigen. Aha, du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Natürlich. Die anderen sind ja auch Idioten. Genau, alle anderen, das ist doch langweilig, wenn wir das tun, was die anderen tun. So, und jetzt? Ja, Munition alle. Natürlich. Was sagst du? Ich glaube, das waren nicht ihre Worte. Eine ganze Weile, das heißt? Ich glaube, das was Gold versuchte dir zu sagen, war was anderes. Ja, ja, die Munition ist alle. Ja! Schneller, schneller, schneller! Oh, da brennt es. Harry? Barry? Hey, aufwachen! Du verkennst den Höhepunkt meiner Uneigennützigkeit! So stirbt man für ein Idol, oder was wird das? Die Feueraxt! Und die schmeißen jetzt nach Goal. Ich habe Goal versprochen, sie nie wieder mit Äxten zu bewerfen. Echt? Bereut sie das? Komm, wirf! Bestimmt. Zumindest mangelt es in meiner Umgebung nie an Feuer. An mir ist ein Zünding. Ja. Eis. Nein, das war was anderes. In die Kanone damit? Jo. Jetzt schieß. Was wird das für fertige? Ja, ach so. Grandiose Idee.
Und jetzt? Die Axt. Richtig? Es wird auch gar nicht wehtun. Außer in ihrer Unterwäsche. Kannst du jetzt nicht mal was anziehen? Du hast doch gar nichts mitgekriegt. Hat jemand das Fenster offen gelassen? Ja.